Shin Megami Tensei 3. Nocturne. Nee, doch, Nocturne hat den Remaster. Irgendwie so. Warum ging es hier rein oder raus? Ich glaube, hier ging es raus. Ah ja. Amal. Wir müssen. War das in Asakusa? Ja, genau. Ich habe jetzt kurz. Ich muss zugeben, ich habe nachgeschaut, wo wir weiter müssen, weil ich hätte keine Lust, jetzt da eine Stunde rumzusuchen. Aber eigentlich hätte ich selber drauf kommen müssen. Das wäre eigentlich einfach zu selber drauf kommen zu kommen müssen. Zu kommen müssen. Genau. Wir müssen nämlich mit ihm reden. You want me to transfer you to where he is? Weißt, warum sagt er nicht, also, hat er das gesagt? Ich bin mir nicht einer, ich bin mir einer, hat mir bloß gesagt, dass da wer drin ist, aber nicht, dass er mich jetzt dahin schicken würde. Deswegen habe ich da nicht dran gedacht, oder ich habe es einfach überlesen. Wäre nicht das erste Mal. Okay, achso, ja, ein kleines Sorry, dass ich mich letztes Mal so viel aufgeregt habe. Ich muss ja zugeben, ich habe auch eine Stelle rausgeschnitten, wo ich dann doch ein bisschen arg überreagiert habe. Ja. Ich finde es immer noch Schwachsinn. Und man kann es auch übertreiben. Mit solchen Sachen. Ich meine, du kannst das Spiel gerne schwer machen. Du kannst die Bosse schwer machen. Aber das ist dann schon... Ja. Aber bevor wir jetzt da weiter drauf rumreiten, wir spielen weiter. Und ich werde mich dann auch bei Gelegenheit erstmal ein bisschen höher leveln. Bevor man dann diese... den... Was ist der White Rider? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese Pferdefutzis, die wie apokalyptische Reiter platt machen. Ja, bitte nicht. Jetzt erklär doch mal, wie die Schöpfung funktioniert. Ach ja, ja, bitte. Here we go. By the way, tell him not to linger too long in there. Ich wollte eigentlich vorher fusionieren, ne? Kann ich drücken? Nee, das macht. Das ist wieder eine Sequenz. Ach, verdammt, ich wollte eigentlich nachschauen, wie viel Speicher ich gerade habe. Ne, das ist mir mittendrin abfreckt. Wäre nicht so geil. Hallo? Ah ja, stimmt, ich habe erst frei gemacht. Amala-Netzwerk, Teil 2. Die Perspektive ist wieder so... Bin mal gespannt, was hier für Viecher rumrennen. Wir sollten auf jeden Fall ein paar wegmähen. Natürlich sind wir wieder am Anfang. Wer hätte gedacht, dass dieses Amala-Netzwerk anders ist wie das erste? Hä? Irgendwie sind die Gegner weniger. Was ist denn jetzt los? Hä? Ah, warte. Ich habe wahrscheinlich vom letzten Mal noch Ding, ne? Warte. Okay, dann passt schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, habe ich gespeichert das letzte Mal schon, ne? Ich habe dieses Zwischenspeicher genommen, das gab es ja damals, ne? Also ich habe wahrscheinlich immer noch die Monster ausgeschalten. Oder halt die schwachen Monster. Alter! Warum muss ich denn eigentlich suchen? Der Typ geht mir eh nur auf den Senkel. Ich meine, ich habe das letzte Mal nicht umsonst an... Du hörst eine Stimme. Ja, dann wäre ich jetzt nicht hier. Nein. Du hörst Ritschis Stimme nicht mehr. Ich glaube, das ist Magatama. Nee, Magatsushi? Magatsuhi? Ach, keine Ahnung, Alter, diese Namen. Wieso kommen im Moment so viele Besucher? Diese Menschenkind zum Beispiel, das von einer Weile aufgeräumt ist, der Typ lebt jetzt hier. Ehrlich, mir ist egal, wer kommt, solange sie Abstand halten. Und eine Maske tragen. Abstand halten alleine wirkt nicht. Ist nochmal so eins, oder? Nee. Wenn wir im Kreis kommen, dann müssen wir wenigstens nicht nochmal zurücklaufen. Wo geht's denn da hin? Da geht's wieder da durch. Willst du wirklich weitergehen? Ich an einer Stelle würde umdrehen. Jeder, der hier lebt, hasst es, gestört zu werden. Und wenn du versuchst, gewaltsam durchzukommen, kriegst du nur noch mehr Ärger. Hä, wo ist dann der andere? I don't wanna talk to anyone. Scram!
Ich hasse es am Maler-Netzwerk jetzt schon wieder. Vor allem, er will nicht mehr mit jemandem reden und dann macht er die Tür zu. Was ist jetzt schon wieder? Alter, du bist nur ein Kopf. Leave me the hell alone. Alter, ich will doch nicht mehr mit dir irgendwas machen. Elender Drecksack. Bin ich jetzt wieder? Haha, jetzt bin. Nein, ich bin nach der Tür. I don't wanna talk. Hä? Die hast du doch schon. Jetzt ist es ruhelos. Jetzt geht's wieder mit Kämpfen. Wobei ich mich schon fast daran gewöhnt habe, dass wir einfach mal erkunden können. Society didn't shun me. I shun society. I don't need anyone else. Ja, aber es wäre schön, wenn er wenigstens versucht, mir dabei nicht auf den Sack zu gehen. Ich mag die Society nicht. You alone are responsible for creating the future you want. Wie die hier halt alles zumachen. Jetzt schauen wir erstmal, was hier für Viecher rumlaufen. What the fuck, Alter, was seid ihr denn? Aquanas Flaemis. Warte, ich muss mal eine richtig gute Taktik aussuchen. Haut drauf. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Okay, vergesst es. Makakasha, Magieangriff verstärkt. Sukukasha. Nein, nicht ausweichen. Ausweichen ist böse. Da, sag ich doch. Warte, 25 nur? Alter, das ist ja gar nichts. Leechen? Oh, ich hasse den Wellenblick. Sehr gut. Warte, ich, wenn anders durchlaufe, dann machen die Dinger nicht zu. Okay. Was soll das jetzt? Ah, shit, das wenn jetzt jeder macht, dann kann ich es vergessen, die nochmal zu treffen. Wow. Oh. Flo. Gegen sowas brauche ich nicht mehr kämpfen, weil sie sind jetzt auf Maximum ausweichen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Bla 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 bla. Nein! Ah, shit. Ah, damn it. Hä? I do nobody. Er wollte mich jetzt verkohlen. Kann ich mir aufhören, ständig 1000 Viecher zu schicken? Du musst gar nicht so lachen, Alter, ich mach dich platt. Auch plus 2,75, ne? Shit, jetzt muss ich da lang, jetzt labert mich hier wieder einer zu. Okay, dadurch alles wieder resetten. Geradeaus. Wenn ich jetzt da geradeaus durchgehe, dann macht er das, ne? Warte mal, mach mal so. I have not. Oh. Tschüss. Ja, ich fliege schon wieder zu viel, aber ich habe keinen Bock auf die. So. So. Nein, jetzt habe ich die Kiste. Ich glaube, ich habe die Kiste, ne? Okay, da geht die Treppe hoch.
Oh, fuck. I have the strength to live on my own now. Ah, okay, der macht nur das hinten zu. Und hinter mir. Chakra-Tropfen. Das setzt wieder bloß zurück. Alter, hat er alles zugemacht? Wow, ich kann es nur erneuern. Ich würde sie ja gern bekämpfen, aber bei 5 Stück, die sich alle drei Ausweichdinge draufhauen, nee. Die machen gerade echt keinen Fun, die Gegner. I do what nobody can. Aber da vorne geht's jetzt links weiter, ne? Das geht ja auch bloß ins. Hä? Warte mal, wie komme ich? Ah. Ja, okay. Tetrakan. Körperlicher Konterschild. Okay, aber ich habe noch was anderes, meine Freunde. Oh. Wow. Scheint nicht so, wie wenn sie dagegen irgendwie was. Zivelle, Harukasha. Sogar das zieht dir nicht viel ab. Was soll denn das? Okay, also kann ich bei denen eigentlich auch normal zuhauen? Das ist die Frage. Ist das Körperschild noch da? Übergabe. Okay, es ist nur eine Runde da. Ja, da kann ich gleich nochmal zuhauen. Das macht ja nicht mal Sinn, die normal zu, die mit Magie zu bekämpfen. Ich meine, das ist doch nicht mehr. Da drüben ist zu. Oh nee! Hä? Warte, wie? Oh, wir gehen da lang. Nee, da kommt er dann gleich. Shit. Ja, der macht ja komplett alles zu. Also ich muss auf jeden Fall rechts lang gehen. Dann links. Dann geradeaus. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt geradeaus gehe, kommt dann einer? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nee. Nee. Vierfach Magiestärke bin ich nicht dabei. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, mir wäre da vielleicht ein Kampfsystem. I think, therefore I am. Hä? Oh. Also ich persönlich würde ja hier drin. Oh. Alter! Wirklich halbiert? Hätte ich ein rundenbasiertes Kampfsystem also eher bevorzugt. Also mit ATB. Nee, nicht ATB. Sondern das, wo halt abwechselnd die Monster, die wo schneller sind, dran laufen lässt und so. Dieses. Gehen wir da durch. Okay, der macht auf jeden Fall dann immer eins zu. Weil dieses. Jeder darf mal so und so oft dann ran, wenn er noch Crits macht und so. Das finde ich ein bisschen doof, weil das teilweise echt dann unfair sein kann. Ich meine, habt ihr ja gesehen, ihr habt jetzt da 5 Gegner und 4 hauen dann raus, dass sie sich verstärken. Ja. Niemand hat am Bock drauf, bei denen zu bleiben, weil die halt einfach mal 4-mal dann so viel Schaden machen. Oder mindestens 3-mal so viel.
Das kann er schon gewaltig reinhauen. Und ja, außerdem gibt es nur 220, wenn ich das mir das schon anschaue. Hä? Oh, du! Das hat ein Dämon gesagt, den ich gerade da drüben getroffen habe. Er war viel wütender und wilder. Ich wundere, dass ich hier einfach so reinkomme. Und. Oh! Hallo! Ja, du kannst dich daneben hauen. Oh, fuck. Shit! Letzter Ausweg. Oh, das auch noch? Oh. Nein! Oh, Gott sei Dank ausgewichen. Wir müssen hier weg. Und man hätte ja auch die Gegneranzahl auf 4 begrenzen können. Aber das kann man ja jetzt so überlassen, wie man. Geradeaus oder hoch? Gehen wir hoch. Ein schwebendes Amanda-Netzwerk. Dings da. Habe ich eigentlich jetzt erzählt, was ich wollte? Ah ja, die wohl nach Schnelligkeit dann bewertet werden. Das heißt, der Schnellste, der kommt halt als erstes dran. Der ich bin wohl woanders lang gegangen, ne? Ja. Und also, diese Kampfsysteme sind mir dann schon lieber. Weil du halt nicht diesen unfairen Vorteil hast, dass halt alle Charaktere auf einmal drankommen. Das heißt, sagen wir mal, du hast ein Team. Ich glaube, der ist genervt. Ich hab dich endlich gefunden. Du, ich suche dich. Diesmal töte ich dich und werde glücklich. Hä? Für meine Zufriedenheit. Stirbe. Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich ihm getan habe, aber. Ganz viele ich. Achso, der macht denselben Käse wieder. Ja, genau, das andere. Ist ja nicht so, als ob wir das nicht geahnt haben. Senken. Bäm. Bei uns erhöhen. Ja, die sind natürlich genau gegen Wasser, sind die. Ich habe eine neue Magie gelernt. Du, ich fresse dich. Megiddo. Nicht genug MP? Nichts passiert, ich habe keine Kraft. Oh, ich entziehe dir alles. Oh, shit. Fuck, das hört sich an, wie wenn der Megiddo kann, dass ich dann ziemlich am Arsch bin. Alter, was hält denn da einer aus? Dieses Gefühl, ich habe Kraft. Ah, das schaut ne. Oh. Ja. Naja. Man kann jetzt davon halten, was man will, aber. Megiddo ist jetzt nicht so der Shit, den ich jetzt erwartet habe. Warum kann er es jetzt trotzdem einsetzen? Er hat mir doch nichts abgezogen, die Runde. Was ist das da? Er wird körperlichen Angriff bei der Gruppe. Nervensäge. So, jetzt sind alle drauf. Oh.
Sollten wir uns vielleicht heilen, ne? Aber Megiddo könnte zu viel abziehen. Oh, shit. Oh. Ist er da trotzdem ganz schön reinkaut. Okay, Baphomet ist da. Alter, ich kann Kriegsschatten nicht mehr einsetzen. Okay, das ist ausgewichen, sehr gut. Oh, wie halt nochmal überlebt? Ich hätte jetzt gedacht, der fusioniert sich wieder zu den Großen. 12.000? Oh, und ich habe mir mein Magatama nicht gewechselt, ne? Ah, scheiße. 2? Oder 45? Nein. Kakophonie. Mittlerer Schaden, Fluch mittlerer Schaden bei allen Gegnern. Ja, warte mal, es kann. Kann Sturm verursachen. Sehr schön. Marakion, mittlerer Feuerschaden, böser Blick, dunkler Zink bei einem Gegner, TP auf 1. Ah ja, dunkler Schwur wollte ich wegmachen, braucht keinen Schwein. Dekaja, Beret versucht einen Skill zu lernen. Umzuwandeln. Lichtoma haben wir da. Ribarama. Mudo? Okay, Mudo brauche ich eh nicht. Ja, erzähl, was geht ab. Mein Almosen würdig. Jade. Betäubungsblick. Flucht aus den meisten Kämpfen Lebensentzug in CTP. Mit niedrigrangigen Dämonen wie Barama. Nee, weg mal mit. Alter, ist ganz schön reinkaut, ey. Leck mich fett. Und ich muss jetzt ein anderes Ding nehmen. Was habe ich jetzt eigentlich als Geninom? Jet. Annulliert Fluch. Man zieht Feuer, schwach gegen Eis. Annulliert Licht, schwach gegen Dunkelheit. Da gibt's einen Haufen Zeug. Nehmen wir halt mal das fürs Erste. Auch wenn das Magie hochtut, was ich eigentlich fast nicht benutze. Warte, wir gehen da spazieren und speichern, weil das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, wenn ich hier ohne MP rumrenne. Und leider hat sich ja Mai Magatama nicht gerührt. Elendes Mistding. Weißt du, wenn man was braucht, sagt es nicht, es möchte einem helfen. Oder heilen. Also links ist ja eigentlich gar nichts. Und da wird jetzt drin hocken, oder? Hä? Jetzt bist du schon wieder vor einer. Ja. Ja. I see. You. What's your name?
deinen Namen sagen. I see your masters. Meister Isamu? You solitude. You like solitude. Also ich persönlich schon, aber... You understand. Cool. Cool? Can you live? Ja. I see. Keep it up. I'll live on my own. I... Ich bin dein? Warte, was? Der Schatten ist verschwunden. Hat er nicht gesagt, ich bin dein? Ist da der Spacko drin? Was macht der da? Oh oh. Either way, it's pointless. The me who used to wander this world aimlessly is dead. I'm done with all the bullshit. What you see before you is the new me, the true master of Amala's power. To be honest with you, I stopped caring about people entirely. And the moment I did, I figured out exactly how I want the world to be. The way I see it, there's me and there's everyone else. Most people don't even notice I exist. Also er wird definitiv jetzt auf jeden Fall auffallen. They don't care about me, and I sure as hell don't care about them. To me, that's neither empty nor sad. In the end, we're all in the center of our own little worlds. And isn't that the way it should be? Wouldn't you be happier in your own private sanctuary? One where you had full control. And that's what you get with my reason. The reason of Musubi. Doesn't sound like a bad deal, does it? Wouldn't it be nice to have a world to yourself? Klingt gestört. Schwer zu sagen. Ja, ist echt schwer zu sagen. Einerseits wäre natürlich so eine Welt, die wo man sich viel alleine hält, die wo man für sich alleine hat, wo man wahrscheinlich machen kann, was man will. Interessant. Aber andererseits, will man das wirklich? Ich meine, irgendwann wird es doch langweilig wahrscheinlich. Das ist im Prinzip wie Unsterblichkeit. Es gibt vielleicht Leute, die wo wirklich dann 500 Jahre leben würden und es wird sie halt überhaupt nicht stören. Und dann gibt es wieder Leute, die wo halt irgendwann wahrscheinlich nach 100 Jahren sagen so, Alter, nee. Ich habe keinen Bock mehr. Vor allem wenn du halt, wie es halt auch in vielen, ob es jetzt Animes sind oder Filme oder so, dann dargestellt wird, wo dann halt alle, die du kennst, siehst, wie sie wegsterben. Schwer zu sagen. I bet you've done nothing but stumble around the vortex world without a thought in your head. Ja, ich hatte keine Zeit für irgendwelche klaren Gedanken. Ich musste ständig irgendwelche Dämonen wegmetzeln, alle, die wo ja unbedingt meinen, oh, der Typ hat LEDs im Körper, den müssen wir platt machen. You gonna let the world keep tossing you around like a leaf in the wind? Hey, besser als einen Haufen Köpfe am Körper zu haben. Maybe you'll come to your senses if you spend some time alone. Was? Oh oh.
Das Schlimme ist an der Sache jetzt, wenn der jetzt schon so durchdreht, was ist dann mit der anderen? Weil die ist nämlich, die stellt das Ganze, glaube ich, ein bisschen schlauer an. Wie kommst du schon wieder daher? I just saw what happened. Too bad he got away. I can go after him. That way he won't have to bother with Amala anymore. Sorry, but I can't help you right now. I need to concentrate on this. If there's somewhere you want to go, don't wait for me. If not, why don't you check out Asakusa? Who knows? You might find something new. Ja, ich weiß, was ich da finde. Ich habe gelesen, dass da einer dieser Reiter rumgammelt. Ich meine, wir sind zwar jetzt ein Level drüber, aber... Ja. Wir sollten keine Charaktere dabei haben, die keine Insta-Kills überleben.